Es war vor knapp 5 Jahren beim Kongress des Chaos Computer Clubs. Da wurde ein Vortrag über das Thema sprachliche Umdeutungen und Neuschöpfungen bei Politikern gehalten von Martin Haase, Professor für Linguistik in Bamberg. Ein paar Monate später gab es dann im Netz ebenfalls einen Artikel dazu, geschrieben von Kai Biermann, Ressortleiter bei Zeit Online. Und dann haben die beiden Kontakt aufgenommen, haben sich so eine Zeit lang hin und her gesimst, bis die Idee zu einem gemeinsamen Blog entstanden ist. Und so entstand eben Neusprech.org. Für die Entlarvung von Sprachlügen haben sie inzwischen auch schon den Grimme-Preis bekommen. Und inzwischen ist es auch hin und wieder Bestandteil beim Big Brother Award, ohne Trophäe, aber genauso wichtig. Wir sind gespannt, was Sie uns sprachlich jetzt zerpflücken werden. Herzlich willkommen, Kai Biermann und Martin Haase. Schönen guten Abend. Ja, der Big Brother Award in der Sonderkategorie Neusprech geht an das Wort Übersichtsaufnahmen. Das Wort klingt nach Architekturführer, nach Röntgenbild beim Arzt, nach astronomischen Beobachtungen. Es klingt harmlos. Und gerade deswegen hat es den Preis verdient, denn harmlos ist es ganz und gar nicht. Ich mach mal eine. Die Berliner Polizei spricht von Übersichtsaufnahmen, wenn sie ohne konkreten Anlass eine friedliche Demonstration filmt. Schließlich, so lautet die Argumentation dazu, soll die Einsatzleitung die Übersicht behalten. Die Videobilder sollen ihr die Arbeit leichter machen, das hatten wir vorhin schon mal das Thema, die Polizei und die Arbeit erleichtern. Und dieses wenige an Arbeitserleichterung ist der einzige Grund, warum Demonstrationen komplett abgefilmt und man könnte auch sagen, videoüberwacht werden. Übersicht ist hier metaphorisch zu verstehen, denn das Wort hängt mit Übersehen zusammen, also eher damit, Details zu ignorieren und nur ein ungefähres Bild der Lage zu bekommen. Bei hochauflösenden Videoaufnahmen ist das natürlich anders. Da geht es weniger um Übersicht als vielmehr um Detailsicht. Einzelne Gesichter zu erkennen ist kein Problem. Wir zitieren dann wieder das Grundgesetz. Artikel 8 des Grundgesetzes sagt, alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne Waffen zu versammeln. Das klingt gut. Doch so frei, wie es einst formuliert wurde, ist dieses Recht leider schon lange nicht mehr. Wie alle Freiheitsrechte wurde es in den vergangenen Jahrzehnten eingeschränkt, beschnitten, begrenzt. Versammlungsgesetze erlauben es der Polizei zu filmen, wenn sie glaubt, dass eine Gefahr droht. Polizisten dürfen Videoaufnahmen machen, wenn jemand Gewalt ausübt, wenn Straftaten begangen werden. Doch das genügt offensichtlich noch nicht. Der Berliner Senat möchte, dass im Versammlungsgesetz auch Übersichtsaufnahmen erlaubt werden. Polizei und Politik vermeiden in diesem Zusammenhang den Ausdruck Videoüberwachung. Schließlich würden die Bilder ja nicht gespeichert. Schauen wir kurz, was das Verwaltungsgericht Berlin zu dieser Idee zu sagen hat. Zitat, die Beobachtung einer Versammlung durch die Polizei mittels Kameras und die Übertragung der Bilder in die Einsatzleitstelle ohne die Einwilligung der Versammlungsteilnehmer, Demonstranten, stellt einen Eingriff in die Versammlungsfreiheit und in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung dar. Dies gilt auch, wenn keine Speicherung der Bilder erfolgt. Gleich zwei Grundrechte werden also verletzt, wenn die Polizei eine Demonstration ohne Grund und Anlass filmt. Denn wer sich beobachtet fühlt, das hatten wir auch schon, verhält sich anders. Er geht möglicherweise gar nicht erst zur Demonstration, nimmt sein Recht auf Versammlung also nicht wahr. Übersichtsaufnahmen? Nein. Der richtige Ausdruck ist Videoüberwachung und sie ist eine Bedrohung für unsere Grundrechte. Wir gratulieren der Berliner Polizei zu dieser Leistung. Ja, vielen Dank, Kai Biermann, Martin Haase. Von den beiden gibt es auch ein Buch über Sprachlügen, das genauso heißt, kostet 9,99 €, wo wir schon beim Werbeblock sind. Wenn Sie schon immer mal ein RFID-geschütztes Portemonnaie haben wollten, kriegen Sie das im Digital Courage Online-Shop oder einen Nistkasten, der genauso aussieht wie eine Videoüberwachung an der Hauswand.
gibt es auch dort. Und natürlich schöne Aufkleber mit Texten wie zum Beispiel: Diese Toilette wird videoüberwacht. Ja, wer jetzt nicht warten will, bis er wieder online ist, da drüben ist der Shop ganz unvirtuell aufgebaut. Da kann man gleich nach der Veranstaltung schön stöbern. Und er hat so ein bisschen das Ziel, dass sein Shop heute leer gekauft wird. Tun Sie was dafür.